Hallo, hallo, ihr Hübschen. Und willkommen zur Wassermann-Mond-Energie. Wir sind heute und morgen im Wassermann und haben als Tagesenergien dazu 12 und 15, heute die 27 und morgen die 28. Da seht ihr schon, es geht um klare Kommunikation. Es geht um Nachrichten, die Klarheit verschaffen werden. Es geht um klare Ansagen, die man bekommt, aber eben auch rausgibt. Ja? Es geht um den klaren Geist. Ja? Man ist klar denkend. Man wird auch spirituell in seinem Tun und sein Handeln geführt. Ja, man ist sehr angebunden und ist auch sich der Dinge sehr bewusst. Ja, aber der eigenen Dinge. Und wer da gedanklich sehr mit dem Außen befasst ist, hat auch schon die Energiearbeit in der Infobox für dein Sein, ja, und bekommt jetzt auch vom Außen die Unterstützung dazu, aus dem eigenen Sein zu handeln, ja. Das heißt, wenn ihr nicht so gut angebunden seid an euer eigenes Sein, hilft euch zum einen jetzt die Energiearbeit dafür, ja, und zum anderen aber auch das Außen. Ihr werdet dann jetzt ein Außen haben, das klare Ansagen macht und euch die Freiheit des eigenen Denkens gibt. Ja, sprich, das Außen wird euch jetzt vom Universum geführt in die Selbstermächtigung bringen. Ja, wie kann das sein? Das können solche Ansagen sein wie, eine Person ist gestresst, ja, ihr wollt etwas wissen und die Person sagt dann zu euch, vielleicht auch noch in einem schnippischen Tonfall, mein Gott, kannst du das nicht mal selbst entscheiden? Ja, also sowas in diese Richtung. Wir haben eine ganz starke Ganesha-Energie. Ja, Ganesha hat eine enorme Präsenz gerade. Und Ganesha wird ja vielleicht der ein oder andere von euch kennen. Ja, das ist, wird immer als Elefant abgebildet. Ja, zeigt sich übrigens auch gerne so. Meine ersten Berührungen mit Ganesha, das war noch ganz witzig. Da, da musste ich erst mal googeln, ja, wer oder was das ist, weil ich habe dann immer nur, ihr wisst ja, dass ich hellsichtig bin. Ja, das heißt, bei mir kommen immer als erstes die Bilder. Ne? Und entweder gehe ich dann ins Gespräch oder ich lasse es halt, ja, und Ganesha war dann halt eben auch so, dass ich als erstes das Bild bekommen habe, bei mir sitzt ein Elefant auf dem Sofa. Ja, also da kannte ich mich mit indischen Gottheiten noch nicht so aus, ja, und ich dachte nur, mein Gott, was will denn dieser Elefant auf meinem Sofa? Ja. Ganesha jedenfalls, ich darf es ruhig so sagen, ja, Leitkuh. Ne? Sei deine eigene Leitkuh. Ja? Vertraue dir, ja, vertraue dir, vertraue deinem Wissen, vertraue deinem höheren Bewusstsein, sei die Matriarchin in deiner Herde. Ja? Du hast genug Wissen gesammelt, um eigene Entscheidungen zu fällen. Ja. Ja, und wenn dann jetzt kommt so, ja, aber ich weiß gar nicht, was ich will. Ja, und deswegen überlasse ich Entscheidungen halt gerne anderen oder kann nicht klar kommunizieren, ja, oder mir wurde nie beigebracht zu sagen, was ich will. Ist natürlich äußerst schlecht, ne, für so eine Wünsche, Rauhnachtsphase, ja, und dafür gibt es jetzt diese Hilfestellung, ne, erstmal die
Energiearbeit, in dein eigenes Sein zu gehen, ja, und eben aber auch das Außen, was jetzt wirklich in die Selbstermächtigung schubst, ja. Klare Ansagen macht und auch klare Ansagen will. Ja, also so wischiwaschi, ich weiß nicht, geht jetzt in diesem Vorweihnachtsstress einfach auch allen aufs Ei. Und das soll so sein, weil das die Schubser sind in Richtung dein Sein, ja, in Richtung Selbstermächtigung. Wir gehen in Richtung Wintersonnenwende, ja, wir gehen durch die persönlichen Tore 1111. Und es wäre schon ganz hilfreich, ja, wenn ihr dann bis dahin so wisst, was ihr wollt und was ihr nicht wollt. Und deswegen, auch wenn es euch vielleicht jetzt schnippisch vorkommt, ja, wenn der ein oder andere von euch verlangt, in die Selbstermächtigung zu gehen, ne, eigene Bewusstheit zu haben, ja, sich der eigenen Bedürfnisse und Wünsche bewusst zu sein, ist es trotz alledem eben eine Hilfestellung, ja, eine Hilfestellung in euer Sein. Ja, das ist jetzt so das, was die Wassermann-Energie heute und morgen mit sich bringt. Ja, also ihr merkt, ne, alles schubst so ins eigene Sein. Und ladet Ganesha zu euch ein. Die gibt euch schon den Impuls, ja, was will ich und was darf rein, was darf raus, ja, was will ich, wo sage ich ja, wo sage ich nein. Wo ihr aber auf jeden Fall ja zu sagen solltet, ja, ist zu eurem eigenen Sein, zu euren eigenen Wünschen, zu euren eigenen Bedürfnissen. Erlaubt euch das, die Erlaubnis dafür, die muss rein. Ja, und dafür war ja die Energiearbeit für Tor 12.12 schon die Vorarbeit. Und deswegen habt ihr die auch immer noch in der Infobox, ja, weil ohne die Erlaubnis, ja, eigene Wünsche und Bedürfnisse zu haben und diese eben auch zu kommunizieren, zu äußern, haben wir schon mal ein Basisproblem, ne? Und deswegen habt ihr die Energiearbeit für Tor 12.12 noch drin, wo ihr ja anfangt, euch die Erlaubnis zu geben, ja, und dann darauf aufbauend die Energiearbeit für das Tor 1.1, wo es dann halt eben darum geht, aus dem eigenen Sein, ja, ins neue Jahr hinein, ja. Und dafür hat haben wir jetzt schon eine Affirmation im Feld. Und ich erlaube mir, mich, meine Energie und meine Bedürfnisse zu spüren. Das überhaupt wahrzunehmen, ist die Grundvoraussetzung. Ich erlaube mir, mich, meine Energie und meine Bedürfnisse zu spüren. Dreifaltigkeit, ich gebe es gerne nochmal hinein. Ich erlaube mir, mich, meine Energie und meine Bedürfnisse zu spüren. Ja, darum geht es jetzt so die nächsten beiden Tage. Und da die neue Reihe Hoch die Hände Wochenende bei euch gut ankam, switche ich doch jetzt mal zu meinem Kartenboard. Und dann, wer mag, guckt noch mal mit mir auf die einzelnen Felder. Bis dann. So.